Hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Der Anblick bei Nacht ist doch immer wieder schön. Und wenn dann die Sonne passend zum Start aufgeht, dann ist das fast noch schöner. Ja, Wolfshausen, unsere wunderschöne Stadt in dieser wunderschönen hügeligen Landschaft mit den goldenen Feldern im Vordergrund und der Schwerindustrie im Hintergrund. Mir gefällt's sehr gut. So, und dann schauen wir mal, ob wir in dieser Folge ein paar Dinge erledigen können, die ganz dringend im Vordergrund stehen. Zum einen ist da natürlich der Bau der beiden Gebäude, um noch mehr Arbeiter zu gewinnen, um noch mehr Arbeiter hier auch bei der Textil- oder bei der Bekleidungsfabrik arbeiten lassen zu können. Das sieht im Moment aber ganz gut aus. 41 ist schon toll. Dann habe ich einen Kommentar gehabt, dass ich noch das Verteilzentrum umstellen muss. Und das kann tatsächlich gut sein, weil hier im Verteilzentrum, genau, da ist noch die Bekleidungsfabrik angegeben. Da ist zwar auch immer ein bisschen was da, aber das meiste geht halt hier ins Warenhaus, also in den Textilspeicher, den ich übrigens falsch benannt habe. Es ging nicht länger, es war nicht lang genug, ne? Das war wahrscheinlich der Grund hier. Wolfs H. Ne, das geht noch. Also, dann machen wir es auch richtig. Ja, stellen wir das eben korrekt ein. Nehmen also die Bekleidungsfabrik raus und fügen den Warenspeicher zu und stellen auch sicher, dass da dann Kleidung abgeholt wird. Gut, wunderbar. Ja, das mal dazu. Ich glaube, ist auch gerade einer losgefahren. Tatsache. Ja, fährt glatt einer los. Ja, weil hier mehr Kleider vorrätig sind. Und die müssen ja hier hingebracht werden. Da machen wir momentan nämlich alles von Einkauf. Und hier waren einfach zu wenig vorrätig. Die gehen halt direkt ins Kleider, in den Speicher. Und deswegen wurden wir auch da nicht mehr versorgt. Also danke für den Hinweis. Kommentare sind natürlich immer eine super Sache. Vor allem, wenn sie mich dann auf solche Fehler hinweisen. Den Wald, den ich hier rund um unsere Landwirtschaft angelegt habe, der ist inzwischen schön gewachsen. Vereinzelt stehen dann halt die von der Karte schon gesetzten Bäume hervor. Das sieht auch nicht schlecht aus. So ein bisschen natürliches Bild. Sehr schön. Hier ist noch ein bisschen kahl. Aber lassen wir erstmal so. Stört alles nicht. So, dann haben wir ja mal drüber. Ich schiebe die Eisenindustrie so vor mir her, aber wir haben im Moment auch wirklich nicht die Mittel, die wir haben müssen, um das hochzuziehen. Mein Schwerpunkt ist jetzt wirklich, mehr Arbeiter zu bekommen und vor allem die Arbeiter loyal und glücklich zu bekommen. Die Glücklichkeit ist sehr hoch und die religiöse Teilnehmer ist halt 0%. 47% haben Fernseher und 88% haben Radio, was ziemlich viel ist. Das wird jetzt aber vielleicht wieder abnehmen, denn wir verkaufen ja im Moment keine Elektronik mehr. Ich frage mich, wo die den Fernseher her haben. Der wird ja eigentlich auch nirgendwo verkauft. Das können ja dann nur Importgeräte sein, die die Leute mitgebracht haben. Aber naja. Und die Regierungsloyalität ist nun insgesamt, also republikweit, naja, wir können sagen stadtweit, weil wir nur eine Stadt haben, 42%. Und das ist schon gut, wenn man bedenkt, dass wir hier in vielen Gebäuden halt bei 30% ungefähr angefangen haben. Aber jetzt schon 43, das steigt also weiter. Eine ganz wichtige Sache. Die Regierung, die Regierungsloyalität hochzubekommen, ist ganz wichtig für die Produktivität, insbesondere in diesen ganzen energieversorgenden Betrieben, aber natürlich auch hier. Weil auch wenn hier jetzt 42 Leute sind, ich glaube, dass die Produktion halt nicht gut ist. Leider sieht man das halt nicht. Oder ich bin einfach nur blind für diese Informationen. Fakt ist auf jeden Fall, dass der Produktionssatz nicht mehr unbedingt über die tatsächliche Produktion auch was aussagt, wenn die Effizienz nämlich niedrig ist durch eine niedrige Loyalität. So habe ich das zumindest verstanden, aber da lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren. Wir schauen mal gerade in die Statistik so ein bisschen. Also ja, aber da kann ich eigentlich nicht meckern, weil wenn das hier stimmt, haben wir eine durchschnittliche Produktivität von 101%. Also das ist ja ein Traum. Wie gesagt, wenn es stimmt, vielleicht
Gibt es im Rathaus bessere Statistiken? Nein, auch hier. Also definitiv 101% durchschnittliche Produktivität. Nur 9 Arbeitslose. Durchschnittsalter. Bildung. Das sieht auch sehr gut aus. Ja, hier sehen wir auch nochmal die Zahlen, Radio, Fernseher und Computer. Was neu ist, es gibt jetzt auch Computer für die Bewohner oder für die Bürger, aber die haben noch keine, die können wir, glaube ich, noch nicht bauen. Ja, Autobesitzer haben wir natürlich nicht. So, Todesfälle und Fluchten haben wir natürlich ein paar gehabt. Aber insgesamt haben wir mehr auf der Einwanderer- und Geburtenseite als bei den Todesfällen und Fluchten. Ich denke, da können wir schon ganz zufrieden sein. Okay. Dann werfe ich nochmal einen Blick aufs Kraftwerk. Da passt die Produktion momentan auch. Wir sind leistungstechnisch nicht am Limit. Da geht also noch ein bisschen mehr. Ich muss mal einen der Verteiler sehen. Und dann 60%. Das habe ich in der letzten Folge schon mal überprüft, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste oder so. Also man kann das besser in Ordnung haben, als wenn da sich irgendwelche Probleme einschleichen. So, hier nochmal ein paar Buchen hin. Dieses Stück wieder ein bisschen zuwachsen lassen. Da hatten wir, glaube ich, irgendwie eine Leitung durchgelegt. Sonst ist das okay. Ja. Und dann schauen wir einfach mal, wie es bei den Häusern aussieht. Ein Bagger ist offensichtlich noch nirgendwo im Einsatz. Asphalt fehlt momentan. Und hier fehlt auch Asphalt. Kann ja eigentlich gar nicht sein. Kies ist da, Zement ist da. Im Moment, das ist das falsche Werk. Wo ist denn nochmal Asphalt? Also Asphalt ist hier. Ja, ist auf jeden Fall da, kann abgeholt werden. Kann natürlich sein, dass keine Arbeiter da waren. Und deswegen das jetzt so lange gedauert hat. Sonst Beton, alles gut. Zement ist tatsächlich ein bisschen wenig. Ich frage mich aber... Okay, die sind wahrscheinlich vom Output voll. Ja, deswegen ziehen die auch kein Zement nach. Weil... Das Zementsilo ist voll. Also streng genommen müsste es eigentlich hier reinlaufen. Warum wird es jetzt nicht nachgefüllt? Bin ich gerade ratlos. Ist aber auch nicht so problematisch. Ja, dann habe ich das Feedback zum Textjobpack gelesen. Also die meisten von euch sind scheinbar einverstanden hier mit diesem etwas ausgewascheneren, helleren Betonlook. Mir gefällt er auch sehr gut. Und das lassen wir also auch auf jeden Fall so. Dann haben wir ja noch eine Straße aktualisiert. Wo war denn das nochmal? Genau hier oben. Die ist inzwischen auch fertig. Das heißt, wir können eigentlich das nächste Stück machen. Das wäre dann dieses hier. Und solange hier gebaut wird, können die über dieses Stück dorthin fahren. Das heißt, wir rüsten hier auf. Moment. Ach, das ist ja schon Kies. Asphaltstraße natürlich. Nehmen wir wieder mit Shift. Ja, das Seitenstraßenstück will ich nicht. Machen wir so. Ja, bis da ist genau richtig. Dann hätten wir nämlich hier diese Abzweigung auch drin. Und dann können wir danach das Stück machen. Und was wir jetzt auch machen können, ist dieses lange Stück. Denn jetzt kann darüber gefahren werden. Und hier ist ja auch noch ein alter Kiesweg, also... Also rüsten wir das auch noch auf, das Stück. Und das hier auch. Und das auch. Gut. Wunderbar. Und laufen lassen. So, dass wir langfristig erstmal alle Wege in der Stadt zumindest aus Asphalt haben.
Hier sind sogar noch Feldwege. So, warte mal, die können wir aber auch direkt aufrüsten, denn hier muss keiner langfahren. Wir haben das hier als Alternative. Dann geben wir also dem Tiefbauamt noch mehr zu tun. Rüsten das hier auf. Und das. Und das. So, und ich habe gerade irgendwo noch einen Feldweganschluss gesehen. Ich glaube, das war hier hinten. Nee, oder war das hier oben? Bei irgendeinem Gebäude hatte ich es gesehen, aber nur so im Augenwinkel, gar nicht bewusst wahrgenommen. Aber da war doch gerade noch was. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wir werden es irgendwann wiederfinden. Da passiert auf jeden Fall was. So, ja, also. Wir haben 1,5 Millionen und wir gucken mal jetzt, was die Finanzen angeht, wie es mit unserem In- und Output aussieht. Hier, wir haben es ja schon, Export von Ressourcen. Wir exportieren, wir gehen mal auf den letzten Monat, damit wir ein bisschen Aussagekraft haben. Wir exportieren für etwa 91.000 Rubel und im letzten Monat importiert haben wir für 19.000 Rubel. Beziehungsweise gibt es da noch eine Gesamtsumme irgendwo, weil wir haben natürlich auch Versandkosten gehabt. Keine Fahrzeuge exportiert, keine importiert. Ausländische Arbeitskräfte hatten wir ein paar. Und Auswanderereinladungen. Auswanderereinladungen, genau. Einwanderereinladungen. Weiß ich gar nicht, warum hier eine geklammerte Zahl ist. Klammer. Weil wir hatten eigentlich keine. Achso, das sind die durchschnittlichen Kosten. Okay, wir hatten keine Kosten hier. Naja, und wir haben halt im letzten Monat auch einen Plus gemacht von 57.000. Das ist schon mal sehr gut. In diesem Jahr insgesamt sieht es natürlich schlecht aus, weil ja, wir haben selbstverständlich viele Dinge noch gekauft. Da zählt unter anderem ja auch das Verteilzentrum hier noch zu, was in dieses Jahr gerutscht ist. Und ansonsten würde ich aber sagen, sind wir bilanztechnisch, wenn wir nichts bauen, schon positiv. Jetzt müssten wir das halt nur lange genug durchhalten. Und vor allem weiter aus eigenen Ressourcen nach Möglichkeit bauen, um wieder ein Polster zu bekommen. Langfristig wollen wir ja auch die Schulden abbezahlen. Das wird natürlich sehr schwierig. Wir haben jetzt einen 2 Millionen Kredit aufgenommen. Wir müssen viel mehr exportieren. Meine Hoffnung liegt auf der Textilindustrie. Wie gesagt, wenn da nicht mehr Leute arbeiten. Wir haben jetzt hier immer noch den vollen Export. Und hier auch das Importlager immer voll. Wir können hier also noch weiter runtergehen. Ich gehe mal auf 25 maximal. So. Und hoffe einfach, es ist halt, ne, es ist zu weit weg. Hier, diese Anlage profitiert eindeutig von der Anbindung hier des Fußwegs. Aber leider nicht mehr die Bekleidungsfabrik. Vielleicht wird das besser, wenn diese beiden Häuser stehen. Dann sind noch mehr hier im Einzugsbereich. Wir können das ja mal zeigen, ne? Wenn wir das hier auswählen, sehen wir halt eben, dass genau aus diesem Block im Moment Arbeiter vielleicht bis hierhin kommen. Dieser hier profitiert auch von den Blöcken noch. Aber wie gesagt, zwei Blöcke mehr heißt potenziell auch mehr Arbeiter hier. Hier können wir bestimmt auch begrenzen. Hier haben wir sicher zu viel Arbeiter im Einsatz. Müssen wir gerade schauen. Also hier arbeiten, ja 30, das muss nicht sein. Da stellen wir mal auf 15 runter, so viel wie gerade auch da sind. Hier genauso runter auf 15. Und hier gehen wir runter auf 10. Weil, naja, wir brauchen gar nicht so viele Bretter, das Lager ist eh voll. Ich würde es fast ganz stilllegen, aber es ist natürlich auch nicht so gut. Wir können generell mal schauen, ob wir noch irgendwo Industrie einsparen können. Hier zum Beispiel. Ja gut, hier sind jetzt auch nicht viele Leute, aber hier ist halt voll. Ne? Wir müssen hier definitiv niemals 65 Leute hinholen. 30 reicht wahrscheinlich locker. Hier haben wir sowieso schon wenig Leute. Und hier staut es sowieso schon. Die Frage ist natürlich, ja, weil der Speicher voll ist, ne? Aber wir lassen es mal bei 15 Leute, finde ich schon okay. Hier arbeiten, glaube ich, keine Leute, aber hier wiederum, aber nur 5. Das ist sehr wenig. Hier arbeitet niemand, da arbeiten 30. Das ist schon Maximum. Brauchen wir aber halt auch nicht. Da gehen wir runter auf 20. Und das ist auch noch zu viel, glaube ich. Hier arbeitet niemand. So, und dann schauen wir mal. Also hier müssten Leute arbeiten. 8. Ja, aber das ist zu wenig, um wirklich was einsparen zu können. Bei der Schule können wir nicht reduzieren. Hier wollen wir eigentlich mehr Leute haben.
bei der Geheimpolizei und auch im Gefängnis. Das ist natürlich... Oh mein Gott, 34 entflohene Häftlinge. Alle Häftlinge sind weg. Das darf doch nicht wahr sein. Das glaube ich ja wohl nicht. Das glaube ich ja wohl nicht. Es sind gar keine Häftlinge da, gar keine Wärter da. Oh, ich weiß auch warum. Warum ist das auf 50 gegangen? Hier gehen wir runter auf 35. Das dürfte inzwischen so gut wie jeder Bürger haben. Ist ja kein Wunder, wenn das auf 50 steht. 50% Regierungsloyalität, so viel haben wir nicht. Oh Mann, wie viel haben wir denn hier eingestellt? Weil hier kann man, das ist auch kurios wieder, dass bei der Polizei wieder keine Einstellung dafür da ist. Das heißt, hier kann im Grunde auch jemand arbeiten, der bekanntermaßen völlig illoyal ist. Naja, gut, okay. Hier arbeiten aber wirklich halt auch genug Leute, das ist gut. Polizeibeamte vielleicht ein bisschen wenig, aber das wird besser durch die Uni langsam, denke ich. Apropos, Uni, Forschung. Wir müssten mal das nächste auswählen. Wir haben nämlich die Chemie fertig. Wir können jetzt Halbleiter und fortgeschrittenes Ingenieurswesen machen. Oh, wie viele hier warten auf Professoren, ne? Es sind nur 8 da. Die können alle nicht studieren, die wollen gerne. Und hier? Hier sieht's gut aus. Jetzt warten auch welche. Einfach zu wenig Professoren. Halbleiter oder fortgeschrittenes Ingenieurswesen, das geht wesentlich schneller. Eigene Elektronikkomponenten sind natürlich schon charmant. Fahrzeuge sehe ich wirklich vielleicht ganz am Ende der Kette. Wir gehen mal auf die Halbleiter. Ja, so. Okay, und ich glaube, wir müssen noch eine Uni haben. Wobei das Problem halt eigentlich eher die begrenzte Anzahl an Professoren ist. Ja, weil wenn hier 10 Professoren wären, wobei, wie gesagt, sobald geforscht wird, gehen eh nur noch wenig Studenten rein. Aber hier, ne, hier müssten einfach nur mehr Professoren sein. Die Frage ist, welches Einzugsgebiet haben wir jetzt eigentlich? Ja, der ganze Teil hier fehlt. Was wäre? Was wäre, wenn wir hier... Also erfreulicherweise sind auch mal wieder mehr Arbeiter da, die warten. Was wäre, wenn wir von hier mit einem Bus noch hier rausfahren? Zum Beispiel hierhin. Damit die Uni gut erreichbar ist, auch für diese Gebäude. Ich möchte das noch mal ein bisschen genauer sehen, welche Gebäude da momentan nicht dran können. War diese hier unten auch nicht, die 2. Und diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gebäude auch nicht. Und diese 1, 2, 3 Blöcke gehen auch nicht dran. Das sind natürlich schon ganz schön viele, ne? Und da wohnen potenziell... Also hier wohnen, ja, immerhin 2 Gebildete sind hier. Hier ist einer nur... Ah, so viel gebildetes Personal haben wir ja auch gar nicht. Vielleicht sind die auch schon automatisch hier hingezogen. Ich hoffe ja. Ich glaube, also das ist wahrscheinlich nicht so, aber ich hoffe immer, dass da irgendwo eine intelligente Verteilung stattfindet. Demnach müssten hier ja mehr intelligente Leute sein. Aber, also, intelligente Leute, das hört sich ein bisschen diskriminierend an. Ich meine natürlich gebildete Menschen. Nee, sind aber auch nicht. Warum sind denn hier nur so wenige? Nochmal kurz auf die Bevölkerung schauen. Also wir haben, ja, wir haben 327 mit Universitätsbildung. Es ist vielleicht auch ein bisschen wenig. Und wenn wir sie hier nicht ausgebildet bekommen, weil zu wenig Professoren da sind, dann kriegen wir auch mit dem Nachschub irgendwann Probleme. Also brauchen wir mehr Professoren, brauchen wir. Schwierig. Immerhin, der Bau funktioniert. Da sind wir schon in der zweiten Phase. Hier sind wir noch in der ersten. Vorarbeiten. Das geht auf jeden Fall auch weiter.
So, dann ist mir auch klar, dass wir hier bei der LPG nochmal was machen müssen. Also, hier nicht wundern, dass die Pflanzen bei null sind. Das wird halt sofort verbraucht. Und das kommt ja von hier, das Ganze. Da ist immer was zum Nachziehen da, aber hier ist wenig Essen. Ne? Ich frage mich gerade wirklich, warum hier so wenig Leute bei der LPG gerade sind. Da kommen gerade mal 16. Hier ist niemand. Hier sind relativ viele. Hier sind auch nur 5. Oh mein Gott. Also irgendwas... Ich hab irgendein Gefühl, ein schlechtes Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, aber ich kann es nicht benennen. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir ganz schnell noch ein paar Gebäude bauen. Und zwar auf Kosten unserer Rubel, damit die schnell fertig sind. Und wir neue Leute bekommen, weil... Irgendwie habe ich ein Gefühl, dass irgendwas gerade nicht gut läuft. Komm, mit Bürgern. Ist jetzt mit Rubel gekauft. Die sind ja Gott sei Dank nicht so teuer, aber wir brauchen das gerade, glaube ich. Wie gesagt, ist nur ein Gefühl. Da möchte ich eigentlich nicht bauen. Und dann haben wir auch alles zugebaut. Kein Raum mehr für Expansion. Klar können wir hier nochmal was hinsetzen, wenn wir den Park da... Das ist natürlich auch dekadent im Grunde, ne? Dass wir hier beim Gefängnis so eine schöne Anlage haben. So, dann gibt es da jetzt auch noch ein Gebäude. Wie wär's denn mit einem Mod-Gebäude? Mit einem richtig dicken Häuserblock. So, erstmal finden. So. So, das Dickste, was da ist, irgendwie. Ne, also Blockowi XL. Fast 700 Arbeiter, das ist natürlich total übertrieben. Das hier ist aber vielleicht ganz cool. Zumal die auch wirklich groß sind, ne? Was kostet das denn? Ich will gar nicht angezeigt, wie teuer das ist. Oh. 31.000, ja komm. Ich weiß, das ist jetzt völlig übertrieben, ne? Aber irgendwie ist es auch cool. Das ist jetzt noch einmal ein bisschen Geld gewesen, was wir so ausgeben mussten. Da habe ich auch überhaupt kein schlechtes Gewissen. Muss man dann auch nicht haben, finde ich.
So, alle Seiten angeschlossen. Irgendwie spielt die Kamera gerade verrückt hier. Okay. Noch nicht ganz. Okay, also das sind die neuen Gebäude. Mod-Gebäude, wie gesagt. Und die sind wirklich ziemlich groß. Jetzt haben wir knapp 1000 Arbeiter mehr. Und die brauchen wir, glaube ich, auch gerade dringend. Und das hier, was ich eigentlich kaufen wollte, das habe ich gar nicht gekauft, weil das war gar nicht aktiviert. Das bauen wir dann jetzt auch aus eigener Kraft dann wieder. Dann haben wir wenigstens einen Teil nochmal dazu genommen. Und das ist jetzt halt die Soforthilfe, die wir dringend brauchen. Weil ich wirklich gerade den Eindruck habe, dass uns das so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Oh, jetzt so muss das sein. So muss das sein. So, 8 von 10, das ist schon mal gut. Dann haben wir noch die vorstellenden Professoren. Hier sind es jetzt auch deutlich mehr. Ja, obwohl 18 hatten wir auch schon. Die kommen halt eben auch nicht da dran. Man müsste vielleicht mal überlegen. Ob man hier nur Gebildete einziehen lässt. Also keine ohne Bildung. Das wäre eine Möglichkeit. Ne? Wir können diese 5 Gebäude, die markieren wir einfach um. Also Grundbildung und Hochschulbildung darf. Und dann nehmen wir aus 3, nehmen wir noch die Grundbildung auch raus. Das sind dann quasi reine Hochschulbildungsgebäude. Und dann haben wir nämlich hier eine massive Anzahl von Leuten, die hier für die Uni arbeiten können. Ich denke, dass das hilft. Ja, und dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen und hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.